Vanessa. Daily, daily, Vanessa. Ich werde jetzt den berühmten Pink Drink ausprobieren. Ich habe aber eigentlich nichts von dem da, was ich dafür brauche. Okay, also, hallo, ich habe da jetzt schon Eiswürfel drin. Das ist jetzt aber eine Freestyle-Variante. Dann mache ich ein bisschen Holunder-Sirup rein. Könnte ein bisschen viel gewesen sein, okay. Dann brauchen wir eigentlich Hibiskus-Tee. Habe ich weder als Teebeutel gefunden noch sonst was, deswegen geht's jetzt. Zitrone, Granatapfel, fast dasselbe. Ich würde sagen, man merkt keinen Unterschied. So. Und Fun Fact, Kokosmilch habe ich auch nicht. So. Aber ich habe andere Milch. Und zwar Hafer. So, jetzt müsste man das aber eigentlich sehen können, wie geil das aussieht. Nice. Nice. Das sieht schon sexy aus. Das sieht doch mal richtig geil aus, ey. Okay, jetzt werden wir es umrühren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht so viel Platz zum Umrühren, um ehrlich zu sein, aber... Alter, das ist übel lecker. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Das ist super geil. Dann morgen. Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Montag, ich habe eine ganze Weile nicht gevloggt. Jetzt vlogge ich, wobei ich eigentlich keine Zeit habe, weil ich jetzt 10 Minuten los muss, aber okay. Ich habe heute eine neue Methode ausprobiert, um mir Locken zu machen. Diese mit so einem Bademantel-Ding. Es sah furchtbar aus. Jetzt habe ich mir gerade normale Locken gemacht. Schminken werde ich mich nicht. Ich bin gerade hier die ganze Zeit dabei, am Arbeiten und ein bisschen die Wohnung aufzuräumen und so. Ohne wirklich Erfolg. Was kann ich euch zeigen? Ich habe mir bei eBay Kleinanzeigen ein iPhone geholt für 100 Euro, 110, weil ich ein Zweithandy mittlerweile brauche. Ich komme nicht mehr drum rum. Das habe ich jetzt. Ich muss mir gleich eine SIM-Karte kaufen. Ja, ansonsten, ich war das Wochenende bei Christina. Ich weiß gerade nicht, was ich erzählen soll. Ich habe einen Spargelschäler geschenkt bekommen. Ich esse keinen Spargel. Aber was ich auch geschenkt bekommen habe, was ich esse... Lindpralin, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und das habe ich auch noch geschenkt bekommen, irgend so ein Magic Spice. Dann, das ist total random jetzt, ein Reinigungszeug. Nein, ich zeige euch kurz mal, was ich mir bestellt habe. Das ist nämlich der Inbegriff von, hallo, Entschuldigung, ich bin jetzt erwachsen. Und zwar auf Empfehlung von Christina habe ich mir dieses Kärcher Akku Fenster Sauger Gerät gekauft, um Fenster zu putzen. Ich kann euch das gerne mal verlinken, wenn ihr wollt. Und dann, alles klar, da schlängel ich schon eine ganze Weile drum rum, weil ich das schon seit Ewigkeiten haben will. Das sehe ich immer bei Kisu und so. Das ist so ein Bambusschneidebrett mit Auffangschale und das ist voll geil, wenn man so kocht und schnibbelt und so. Aber das kostet halt 70 Euro und ich habe die ganze Zeit nachgedacht, schon seit Monaten. Jetzt habe ich mir gekauft. Cool. Das ist besagtes Brett. Und wenn man jetzt hier schnibbelt, kann man hier zum Beispiel Abfall reinmachen. Und hier das fertig geschnibbelte. Ich lieb's. Und ich glaube, die Dinger, die Schalen können sogar in den Ofen holen. Ja. Hallo. Anna ist da. Wir machen ein Food Haul jetzt. Ich muss das mal ganz kurz ansprechen. Ich habe Sachen von Ocean's Apart bekommen. Und da war so eine kurze Hose dabei. Aber dieses Oberteil... Ich glaube, das ist Größe XL. Warte, wir können da ja mal reingucken, was das für eine Größe ist. L. Was für L? Vor allem, wenn ich das zumache, sieht das richtig seltsam aus. Wieso zählt? Warte, so, ich gehe jetzt. Tschüss. Au! Ja, okay, und wie gefällt euch das Oberteil so? Gut, oder? Was machst du da? Was ist das? Ach, so wie ich. Nein, das wollen wir nicht. Ja, so viel dazu. Kommen wir zum Food Hall. Ach, Gott. So. Wir wollen einkaufen. Bisschen privat hier. Also,
Ich habe aktuell sehr krasse Cravings nach Kinder Schoko Fresh. Das sind nur 2 von 4 Paketen. Knoblauch. Schoko Fresh. Und du so da in der Ecke, möchtest du mitmachen? Möchtest du dir eine Sache aussuchen? Die total toll ist. Kichererbsen. Super sweet. Mais. Noch mehr Mais. Geschälte Tomaten, gehackte Tomaten. Was für ihre Sucht. Maxikin. Mozzarella. Sauteures Olivenöl. Dann ein paar Körner. Und zwar Weizen, Grünkern und Dinkel zum Brot machen und so. Leinsamen. Dann, den gibt es nämlich fast nie. Das ist der beste Soda-Stream-Sirup. Wie heißt das? Zitronen-Naturtrip. Ungefähr 3-mal, weil wir sind heute reich. Wie viel willst du? Ja. Agavendicksaft. Kartoffeln. Du Kartoffeln. Valais-Schnitzel. Käse. Käse. Anderes, weil veganes Schnitzel. Und Hefe. 2 Hefe. So, und dann haben wir hier noch ein Tütchen mit ein bisschen Gemüse. Und zwar Champignons, Paprika, Kohlrabi, Kohlrabi, Zucchini, Aubergine, Aubergine, noch mehr Choco Fresh, vegane Sahne, Parmesan, Parmesan, Datteln, Käse, Schmand, oh Gott, Schmand verabschiedet, Frischkäse, Frischkäse, die so siamesische Butterzwillinge, man kennt sie, veganes Hack, das benutzen wir glaube ich Jack. Ja, ich habe in meine Liste geschrieben, 200 Gramm Jack und ich meine Hack. Jack. Hirtenkäse, noch mehr Mozzarella und noch ein Valais-Schnitzel, das war's. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Was haben wir denn noch? Du hast schon ein Maxi-King-Paket gegessen. Stimmt. Ja, ich bin aufgeflogen. Wir kochen jetzt. Und zwar ist es ein Thermomix-Rezept, aber aus einer anderen App. Und zwar aus der Food with Love App, die kostet. Aber du so deine Ecke. Und zwar Rigatoni al Forno, wie vom Italiener. Das mache ich aber halt mit kann das mal fokussieren? Hat's doch gerade. Nee, guck mal, das Bild ist voll überbelichtet. Brudi. Naja, wie auch immer. Mit veganem Jack. Jack. Und zwar 200 Gramm veganes Rinder-Jack. Mein Name ist Jay. Ja, okay, das machen wir jetzt. Also dann, tschüss. Und übrigens, wollte ich noch kurz mitteilen, da ich 2 neue Kochbücher habe. Für den Thermomix. Und zwar einen Kochbuch für die verschiedenen Modi. Für den TM6. Und einen so ein älteres. Für Pizza und Pasta. Voll geil. Geil, Spoiler. Das sieht so sexuell, sexy geil aus. Da ist sogar noch Mozzarella drunter. Hm? Oh. Entschuldigung, Fuß getreten. Ey, das sieht so geil aus. Wow. Dann morgen. Ja. Ich habe immer dein Zungen geschüttelt. Da ist auch noch was auf den Boden gefallen. Hauptsache der vom Boden erstmal wieder hier rein. Vergesst es. die Gusta-Box. Ich habe Lust auf ein Unboxing. Oh, da ist noch ein M&M. Boah, warte. Aua. Komm, catch. Ja, mach auf. Da geht noch was. Einer geht noch. Boah, das ist eine ganz schöne Distanz. Kriegen wir das hin? Safe, nein. Okay, wenn ich treffe, was kriege ich? Einen schwachen Nacken. Ich will nicht treffen. Mach ich eh nicht. Okay, komm. Maul auf. Ah, richtig schön nach hinten den Kopf. Okay. Auf den Mund! Ich hätte getroffen! Du hast meinen Hals getroffen. Ich mach nochmal. Okay, warte, Bruder. Geh mal nach hinten. Ah, mach richtig auf jetzt, okay? Ja, komm. Das war fast, oder? Oh, der ist voll kaputt gegangen. Ich benutze ihn einfach nochmal. Du triffst immer nur meinen Hals. Nein. Doch. Ups. Oh. Noch einmal. Du so Zahn abgebrochen. Okay, komm. Du schaffst das.
Also ich auch. Du. Ja. Oh. Oh nee. Nico, geh mal saugen. Noch einmal? Das ist nur noch die Nuss, ey. Okay. Oh, ja! Das war laut. Entschuldigung. Okay, der Gusta-Box, wir waren kurz abgelenkt. Alles klar. Ah, ich komme nicht rein. Oh, gehst du gerade rum? Ja, ich bin zu dick für meinen Tisch. Okay, also, Anna liest die Preise. Möchtest du dich hinsetzen? Mega. Komm hier, du kannst filmen. Okay. Habe ich jetzt gerade geschlossen, weil ich will auspacken. Bitte nicht aufs Mikro fassen, danke. Wo auch immer das ist. Ja, da wo dein Finger ist. Alles klar. This one is for you. Cool. Boah, geil. Okay. Mehlsprötchen. Lecker. Aber willst du die Preise wissen, oder? Ja, hab ich doch gesagt, du liest Preise. 2,49. Wie? 2,49. Dann... Linsenchips, Käse und Kräuter. Geil. 1,79. Das klingt nice. Meinst du Thunfisch? Hm? Boah. Ich auch nicht. 2,69 Linsen bis 2,89. Mit gelben Karotten und Tomaten und Linsen. Ich mache eine Thunfischverlosung. Alles klar. Ich glaube, das ist Alkohol. Rosé. Rosé? In so einer kleinen Flasche? Gibt keinen Preis dafür. Cool. Reeperbahn. Okay, das werde ich nicht trinken, aber... Komm, auf Ex. Shot. Auf keinen Fall. Dann ist hier so ein Wasser drin. Das ist von Landpark Bio. 49 Cent. Lemon. Das ist ganz okay. Das ist halt so stilles... Also ich hatte das schon öfter. Das ist so stilles Wasser mit halt so Minimalgeschmack. Kann man machen. Das ist in Apfel. Ist das ganz geil. Okay, immer gut. Oh, das mag ich auch nicht. Eiskaffee. Magst du keinen Eiskaffee? Ja, ich mag keinen Kaffee. Ja. 89 Cent. Gut, dann. Oh, geil. Das habe ich auch gerade gesehen. Schoko-Crossis, aber als so Bälle. Habe ich die nicht mal aus Holland mitgebracht? Du hast mir noch nie was aus Holland mitgebracht. Candy Challenge. Damals. Ich muss kurz mal selber nichts ausschalten. Hä? Aber nicht das. Nee. Hast du? Ja. Ja. Schon eigentlich? Okay. Ja. Du bist schon ein bisschen nass vorne. Ich hab gespielt. Ich bin da sogar gelb. Ja, das habe ich dir vorhin schon gesagt. Achso, Entschuldigung. Wow. Wow. Okay. Dann ist hier was richtig Geiles drin. Und zwar Saft. Ich liebe Saft. Multivitaminsaft. Von Granini. 100%. Cool. Also 1,89. Natur für den Grill. Sieht aus wie Grillgewürz, aber ich liebe Gewürze. Von daher. 1,69. Würzmischung für den Grill. Nur für den Grill, nicht für das Fleisch, ne? Oder das, für was gerne 4 Kilogramm Fleisch. Ich grill 4 Kilogramm Fleisch. Du? Nee, ich grill 0 Kilogramm Fleisch. Aber hier ist Tonic drin, glaube ich. Falls du einen Gin Tonic haben willst oder nur einen Tonic, habe ich hier einen Tonic von Thomas. Steh nicht mal drauf. Hm, da ist drin. Steh aber nicht drauf. Ja, das ist doch. Okay. Das brauche ich auch nicht unbedingt. Also ich mag aber auch kein Tonicwasser. Was denn? Doch, naja, alles gut, ich hab's gefunden. Okay. Also das Tonic nicht. Ey, wie geil ist das denn? Kennst du diese Marmeladen von Glück? Nee. Magst du Marmelade? Ja. Doch, ich kenne sie. Die alles gut. Die sind richtig lecker. Und guck mal, hier sind so 4 Minis drin. Ey, wie geil ist das? Ich feiere das mega. Weil die normalen Gläser sind ja richtig groß und so kannst du direkt 4 probieren für so 2 Brote. Ey, voll geil. Was haben wir denn da? Was sind das? Himbeere, Aprikose, Erdbeere und Johannisbeere. Johannisbeere von Glück habe ich sogar zum Wochenende noch gegessen. Zarte Aprikose, sonnenreife Erdbeere und fruchtige Johannisbeere. Ja, und was mit der Himbeere? Oh ja, die habe ich nicht vorgelesen, weil hier steht nur Himbeere. Ach so, nee. Du die einfach aus, ja? Himmlische hier Himbeere. Himmlische Himbeere. Also das finde ich richtig cool. Also wirklich jetzt. Finde ich mega geil. Dann haben wir, glaube ich, Salatsoßen. Sesam, Soja. Salat. Wo? Sesam, Soja und Honigsoja. Ja, okay. Ach so, wollt ihr auch noch den Dings für die Glückdinger? 3,49. Ach so, ja. Ach so, bevor ich es vergesse. Rabattcode für die Degusta-Box ist in der Infobox. Ich vergesse es jedes Mal. Okay, cool. Okay. Die Dinger 79 Cent. Alles klar. Das ist was für dich. Hab ich schon gesehen. Schöpferhofer Kirsche? Ja. Kennst du das? Nee.
Ist das neu? Anscheinend. Steht das da drauf? Sieht aber geil aus. Ja, sieht geil aus, wenn es kein Bier wäre. Das ist kein Bier, das hat 2,5% nur. Idees. Ja, 4,39, ein 6er-Pack. Aber hier steht nicht drauf, ob das neu ist. Also 79 Cent, eine Flasche. Das war's, liebe Leute. Und? Wie fandst du die Box? Gib mal ein Fazit. Geil. Ja, ein bisschen enttäuscht, dass das eine nicht mit drauf steht. Welches? Irgendwas stand nicht mit drauf. Ja, das Tonic-Wasser. Ja. Enttäuschend. Aber warum nicht, frage ich mich. Keine Ahnung. Überhaupt nicht überbelichtet. Ach, guck mal, aber nee. Nein, das ist das Dings. Ja, Entschuldigung. Ja. Vielleicht habe ich das einfach geschenkt bekommen. Ja, also was ich halt nicht geil finde, ist das und das und das. Aber naja, ist ja nur meine Meinung. Immer diese ganzen Hater im Internet. Ja. Ist nur meine Meinung. Weil... Verstehen. Ach hier, nee, den habe ich gar nicht gesehen. Ich muss eine Verlosung machen. Wer möchte dieses Paket gewinnen? Schickt mir eine Brieftaube. Hier auf Ex. Könnt ihr. Hier auf Ex. Okay, du das auf Ex, ich das auf Ex. Ja, okay. Das trinke ich lieber als das. Ja, weil das sind vielleicht zwei Schlucke, das kriege ich schnell weg. Okay, ich mache jetzt auf jeden Fall gleich das Essen fertig. Wir haben gerade Live-Kochen gemacht. Und dann essen wir. Tschüss. Okay. Ja, okay. Kannst okay, cool. Die Aufnahme beenden. Wo? Da. Ich bin besoffen. Have fun. Ich hab vergessen zu vloggen. Ich zeig euch anders halb leeren Teller. Das war, wie ist es nochmal? Cremige Gemüse-Reis. Lecker. Ja. Ja, Doppeltipp. Bestes Leben. Und Brot. Vitalbrot. Ja, okay, jetzt habe ich meine YouTuber-Pflichten erfüllt. Tschüss. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog.